Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie bereits angekündigt, wollen wir uns heute mal mit YouTube beschäftigen. Wir wollen mal schauen, wer noch so OFM-Videos raushaut und beschäftigen uns also ein bisschen mit YouTubern. Zuvor allerdings ganz kurz die Situation auf dem DE2. Die Saison läuft schlechter als erwartet. Ich möchte jetzt nicht alles so schlecht reden, wie es ist, aber ich bin aktuell 16., habe einen starken Torwart, habe einen starken Mittelstürmer, habe einen starken ZM, aber trotzdem wollen die Spiele nicht gewonnen werden und so bin ich aktuell 16. Also wenn die Saison jetzt beendet werden würde, wäre ich abgestiegen. Das Komische ist, ich habe auch noch ein positives Torverhältnis, habe aktuell plus 3 bei der Tordifferenz und trotzdem Drittletzter. Oliver Kahn hat eins gesagt, die Karten werden neu gewürfelt. Und ich hoffe, das wird bis ans Ende der Saison noch passieren und ich werde noch den Klassenerhalt schaffen. Schaut man sich die Entwicklung meiner Spieler an, da können auch noch einige einen Punkt mehr gewinnen bis ans Ende der Saison. Also ich hoffe, da wird noch einiges sich bei den Aufwertungen tun. Was natürlich aktuell ein Problem ist, das ist die Innenverteidigung. Dort habe ich einen Spieler mit einer Stärke von 2,5 und einen Spieler mit einer Stärke von 4. Das sind natürlich keine Innenverteidiger, man sieht, die Spieler sind fremdpositioniert und das sind zwei Torhüter, die ich aktuell am Fördern bin. Der 17-jährige Fünfer, der soll irgendwann mal Stammtorhüter in meinem Verein werden, er soll ein richtig starker Torwart werden, den fördere ich aktuell wirklich sehr gut und das andere ist ein Trading-Spieler. Jetzt schauen wir aber mal auf YouTube und wie das Ganze dort aktuell so aussieht, also wer aktiv Videos zu OFM rausbringt. Jo Leute, da wären wir auch schon beim ersten, beim SK Chrisley natürlich, den sollten die meisten von euch kennen. Einmal die Woche kommt ein Video bei ihm raus. Man sieht, er hat schon 65 OFM-Videos. Das heißt, er bringt schon über ein Jahr Videos regelmäßig raus zu OFM. Ist neben mir sicherlich dort der aktiveste. Er hat viele Highlights in seinen Videos, unter anderem Statistiken über Transfers und über seine Finanzentwicklung. Aber auch der Fun Cup, das Praterturnier, was einmal die Saison stattfindet. Dort bringt er auch Videos zu, zeigt dort auch Fakten und Statistiken zu. Hat zum Beispiel einmal gezeigt, wer die meisten Spiele im Schnitt gewonnen hat, wer die wenigsten Gegentore im Schnitt bekommt, wer die meisten Tore im Schnitt schießt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Er hat sehr, sehr viele Highlights in seinen Videos, halt diese Statistiken, dieser Fun Cup. Das müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen. Also wenn ihr noch kein Abonnent des SK Chrisley seid, dann abonniert diesen Kanal. Es lohnt sich auf jeden Fall. Dann natürlich auch noch Black Miles OFM. Der hieß eine lange Zeit Black Miles LP, hat sich mittlerweile schon in OFM umbenannt, da er nur OFM-Videos bringt. Die sind alle sehr gut gemacht, die sind sehr gut geschnitten. Also er baut da viele Dinge ein und schneidet die Videos auch richtig gründlich. Ich mache das ja in letzter Zeit auch schon so ein bisschen, aber bei seinen Videos erkennt man richtig die Mühe, die er dort investiert. Man sieht's auch, ein neues Video ist auch da vor 2 Tagen hochgeladen, also ein sehr aktiver YouTuber. Man muss bei ihm dazu sagen, eine lange Zeit war er mal nicht so aktiv, aber jetzt ist er wieder zurück. Also, willkommen zurück, Black Miles OFM. Und zu guter Letzt für dieses Video heute, BBM Zone ist ebenfalls ein klasse YouTuber. Der bringt nicht nur OFM-Videos, aber hin und wieder kommt auch mal ein OFM-Video. Und das Besondere bei ihm sind definitiv die spannenden Spielberichte. Das heißt, vor jedem Video kommt ein spannender Spielbericht und das feiere ich schwer. Vor allen Dingen sein Mittelstürmer geht dabei richtig ab. Und beim Mittelstürmer, da wären wir auch schon beim richtigen Thema. Ich wollte euch einen besonderen Mittelstürmer heute zeigen. Und zwar der Mittelstürmer von FC Kaiserslautern 119, der ist ziemlich stark unterwegs aktuell. Wir schauen mal ganz kurz in die Liste der besten Torschützen seiner Liga. Und man kennt hier oben Philipp Bürger vom FC Kaiserslautern 119 natürlich, mit 38 Toren in 19 Spielen. Das heißt, ein Torschnitt von 2,0 Toren pro Spiel, also ein besserer Torschnitt als Cristiano Ronaldo, als eigentlich jeder Fußballer aktuell auf diesem Planeten. Ziemlich stark, was er dort macht. Sicherlich gibt es im OFM hin und wieder mal einen Mittelstürmer, der sogar noch mehr Tore schießt. Das ist hier alles nicht so sonderlich realistisch, aber dieser Spieler ist erst 19 Jahre alt. Also diesen Spieler wollte ich euch heute einfach mal zeigen. Felix Bürger aus Österreich mit einem Torschnitt von 2 Spielen und das Ganze im Alter von 19 Jahren. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Wir haben also 3 YouTuber gesehen, den SK Chrisley, Black Miles OFM und BBM Zone. Ihr könnt euch die 3 ja mal anschauen. Und beim nächsten Mal stelle ich dann weitere vor. Ihr merkt es ja aktuell alle, aktuell kommt nur einmal die Woche ein Video. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr am besten findet. Mittwochs, sonntags,
dienstags. Also welcher Tag euch am besten passt, schreibt es mal in die Kommentare. Das hier wird wahrscheinlich auf Dienstag oder Mittwoch hinauslaufen. Das ist aktuell so ganz gut zu planen. Aber ich kann die Videos auch immer sonntags bringen, dann habe ich natürlich auch Zeit. Die meisten Leute haben sonntags Zeit. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr am besten findet. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao.